Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Mini-Impuls-Podcast. Mein Autorname ist Marinia und heute möchte ich mal die Frage beantworten: Wie kann ich meine Selbstliebe steigern bzw. stärken? Was mir so spontan zu dieser Frage kommt, ist, ich finde, dass man Selbstliebe stärken und steigern kann, indem man eben wieder neue Entscheidungen für sich trifft. Also indem ich wieder neue Schritte gehe, die mich wieder noch mehr in ein Leben bewegen, das mir noch besser tut. Also das heißt, es gibt ja so einzelne Ebenen und so einzelne Phasen von Selbstliebe und je länger man diesen Weg der Selbstliebe geht, desto tiefer wird der und desto allumfassender richtet man sein Leben in allen Bereichen auch darauf aus, dass es immer liebevoller wird und dass es immer mehr dem Bedürfnis von einem entspricht und dass es immer authentischer wird zu dem Innenleben, das man hat. Also, dass man einfach erspüren kann, dass das echt ist, was man lebt. Man schaut ja dann immer mehr, passt denn das, was ich innerlich fühle, zu dem, was ich äußerlich lebe? Und je tiefer gehender der Prozess der Selbstliebe ist, so habe ich das jetzt in den letzten 8 Jahren festgestellt, desto mehr schaut man, was passt jetzt gerade, was passt nicht mehr, in welchen Bereichen passt es noch nicht, wo muss ich nochmal irgendwie was neu ausrichten, wo muss ich noch eine tiefere Entscheidung für mich treffen. Und es ist so ein Schritt-für-Schritt-Prozess, wo ich immer tiefer hineinwachse. Also man kann jetzt das auch nicht irgendwie, zumindest bei mir funktioniert es nicht, von heute auf morgen ist es dann plötzlich alles weg, was mir nicht gut getan hat und alles da, was mir gut getan hat, sondern bei mir ist es so ein Schritt-für-Schritt-Prozess, dass sich die letzten Jahre immer mehr abgebaut hat von dem, was mir nicht gut getan hat, weil ich es einfach immer mehr spüren konnte. Ah, das tut mir ja gar nicht mehr gut. Ah, da lebe ich ja gegen mein Herz. Aha, das ist ja überhaupt nicht das, was ich wirklich möchte. Und das war einfach so ein immer wacher werden, immer bewusster werden und mich auch immer mehr und tiefer gehender auf diese Impulse einzulassen. Das ist ja auch so ein Ding. Wenn wir einen Impuls haben, dann brauchen wir ja auch erstmal dieses tiefe Vertrauen in uns, damit wir diesen Impuls überhaupt umsetzen und dass wir uns überhaupt trauen, als Mensch auch dem zu folgen, weil vieles von dem ja auch mit ganz vielen Ängsten und Sorgen verbunden ist und wir brauchen ja auch Stärke dafür, um dann diesen Impulsen auch zu folgen und zu sagen, okay, ich traue mich das jetzt zu entscheiden oder ich traue mich jetzt das umzusetzen und auch zu leben und zu tun. Und was ich so festgestellt habe bei mir ist, dass es eben da auch Wachstum braucht. Das heißt, für manche Schritte, wo man sich vielleicht 2 Jahre davor noch nicht bereit gefühlt hat, ist man dann vielleicht 2 Jahre später bereit, wieder einen Schritt zu gehen und noch eine tiefere Entscheidung für sein Herz zu treffen. Und dadurch stärkt und steigert sich ja auch die Selbstliebe wieder. Und ich finde, dass das eben mit den Jahren dann kommt. Je länger man auf diesem Weg ist, desto mehr, ja, lernt man diesen Weg zu kennen und findet man Vertrauen in seinen Lebensweg, in seine Seele, in seine Entscheidungen, in sich selbst. Und je mehr Entscheidungen man schon getroffen hat, desto mehr sieht man ja auch, was passiert denn überhaupt, wenn ich eine Entscheidung treffe. Treten denn diese Ängste, die ich davor hatte, überhaupt ein? Muss ich mir denn wirklich so viele Sorgen zum Beispiel machen, wie ich es getan habe? Und so stärkt sich ja auch dieses Vertrauen in den eigenen Weg und in das eigene Herz und in die eigenen Impulse und in die eigene Intuition. Und je länger man dann diesen Weg geht, desto mehr erkennt man ja auch für sich, aha, da kann ich ja anscheinend doch meinen Weg gehen oder da nicht oder das war richtig, das war gut, das war nicht so gut. Und man findet so seinen Weg, immer tiefer Selbstliebe auch zu leben und umzusetzen. Und dadurch steigt eben die Selbstliebe mit den Jahren, weil man sein Leben immer allumfassender nach seinem Herzen ausrichtet. Und ja, genau, für mich ist das so ein Prozess, der einfach immer allumfassender und tiefer wird, je länger man auf diesem Weg ist. Und so ein Schritt-für-Schritt-Prozess, dass man erstmal anfängt, immer mehr von dem abzubauen, was einem nicht gut tut,
wenn man eben auch erkennt, dass es einem nicht mehr gut tut. Also man muss ja auch immer an einen Punkt kommen, wo man das überhaupt merkt und erspürt. Und ja, genau. Und dann kommen auch mit den Jahren immer mehr Sachen von dem, was einem gut tut. Weil das muss man ja genauso rausfinden, habe ich so festgestellt. Man muss ja auch rausfinden, was tut mir denn überhaupt gut, weil wir manchmal ja überhaupt keine Ahnung davon haben, was uns überhaupt gut tut oder nicht mehr haben, weil es einfach so weit weg ist, dass wir gar nicht mehr so wirklich wissen, hey, was will ich denn eigentlich, was tut mir denn eigentlich gut, was will denn mein Herz eigentlich? Und je länger man dann auf diesem Weg ist, desto mehr findet man eben das wieder raus und lernt sich so erspüren. Und man probiert ja auch verschiedene Dinge aus und dadurch lernt man sich selbst kennen und kann dann nach und nach eben die Dinge integrieren, die einem gut tun und die das Herz stärken und nähren und die Dinge abbauen, die einem eben nicht gut tun. Und ja, das habe ich so die letzten Jahre so festgestellt und das wäre meine Antwort, so wie man Selbstliebe steigern kann und stärken kann. Und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, wir hören uns auch beim nächsten Podcast wieder. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal.